Liebe Kolping-Schwestern, liebe Kolping-Brüder, zu unserer heutigen Veranstaltung der Kolpingsfamilie Paderborn Zentral anlässlich der bevorstehenden Bundestagswahl begrüße ich Sie und euch sehr herzlich. 16 Tage trennen uns noch vom Wahltag 2013. Ich freue mich über Ihr und Euer Interesse an unserem Informations- und Diskussionsangebot. Heute besteht die Möglichkeit, sich ein persönliches Bild von der Kandidatin und dem Kandidaten des Wahlkreises Paderborn, das heute Stufenbrock, und deren Programm zu machen. Mein herzliches Dankeschön für Ihr Kommen, sage ich den Teilnehmern hier am Podium. Sie werden gleich von unserem Moderator persönlich vorgestellt. Zunächst erstmal danke und schön, dass Sie da sind. Herzlich begrüße ich Herrn Gerd Viele. Ich freue mich, dass er die Gesprächsleitung des heutigen Abends übernommen hat. Abschließend möchte ich Ihnen noch einen Überraschungsgast vorstellen. Eine aktuelle Aktion des Kolping-Diözesanverbandes steht unter dem Leitwort mit Kolping die Zukunft im Gepäck. Auf den Punkt gebracht bedeutet das, er macht Hausbesuche. Genau wie unsere Politiker. Natürlich ist er nicht leibhaftig in den Kolpingsfamilien, sondern durch den Glasquader, der mit seinem Bild entsteht, symbolisch der Eindruck seiner Anwesenheit. Oft hat er auch eine aktuelle Botschaft mit dem Gepäck. Wir sehen ihn hier. Ja, die Botschaft für unseren heutigen Abend hat er 1864 in den Rheinischen Volksblättern veröffentlicht. Dort sagt er zur Politik: Die Politik ist nicht die Lehre vom Wünschenswerten, sondern vom Möglichen, vom zweckmäßig Besten, wenn nur das Recht gewahrt bleibt. In diesem Sinne wünsche ich uns einen informativen Abend. Thank you.